Sound läuft und bitte. Kannst du das nochmal rausholen, was du gerade da hast? Nee. Maxi hat sich nämlich Unterwäsche gekauft. Das ist eine Maske. Die kann man zwar auch als Unterwäsche tragen, wenn man hier durchkommt irgendwie so. Das wäre eigentlich ganz geil, oder? Der neue Borat-Style. Willst du es nicht zeigen, die Unterwäsche? Komm, lustig. Warum? Weil ich geklaut habe für meine Freundin und jetzt muss ich das Ding noch abmachen hier. Beim Angel Joe. Bei Angel Joe. Also wir sind hier beim Angel Joe, Leute, und ihr habt am Titel wahrscheinlich schon erkannt, was wir heute machen. Maxi hat sich einen günstigen Köder bestellt. Für seine Verhältnisse. Ich hab den nicht bestellt. Ich habe davon, das möchte ich nochmal ganz klarstellen, ich habe davon keinen bezahlt. Ja? Ausgeliehen bekommen. Ausgeliehen, wirklich. Können wir den überhaupt benutzen? Weil wenn da ein Kratzer drin ist, dann... Das macht den, steigert den Wert. Je mehr Kratzer, desto besser. Ernsthaft? Werden die Dinger mit Kratzern immer noch viel teurer verkauft als neu, weil du sie neu halt nicht bekommst. Hoffentlich machen wir viele Kratzer rein. Was kostet das Ding? Ich habe zwei. Einen kriege ich heute noch, der kommt heute an. Und den anderen habe ich schon bekommen. Und der, den ich schon habe, der kostet 400 Euro. Ungefähr so, bei eBay im Moment. Okay, also 400 Euro Köder versus, genau, wir suchen uns den billigsten Swimbait, den es gibt. Am besten für 1 Euro. Die Leute können ja mal in die Kommentare schreiben, was sie denken, was der günstigste Swimbait wird, den wir finden. Ja. Und um welchen es sich handelt, wer der so schweinisch teuer ist. Weil das zeigen wir euch dann im Wasser. Genau. Das ist übrigens die alte Wirkungsstätte. Hier hat Maxi quasi... Eigentlich in dem anderen Laden drüben. Da haben wir uns das erste Mal getroffen. Da habe ich meinen Spitznamen von Steven verpasst bekommen. Und da hat er mich das erste Mal Maxi genannt und da hast du mich Maxi genannt. Und seitdem nennen mich alle Maxi. Vorher hieß ich einfach nur Max. Ja, wisst ihr Bescheid, Leute. Das war die Zeit, wo er von Yoshi so richtig immer getriezt wurde. Hat selber nichts gemacht und versucht, seine Aufgabe anderen Leuten immer zu helfen. Also quasi wie immer. Wie jetzt auch. Wir sollten nach links. Nochmal nach links. Na, rechts. Ich denke, in diesem Gang sollten wir fündig werden eigentlich. Können wir denn auch ein Gummi-Swimbait nehmen? Ist ja eigentlich auch Swimbait. Ja, aber das zählt nicht so richtig. Nicht? Also es gibt ja keine Definition für Swimbait, aber... Finde ich das recht günstig, 20 Euro. Was ist denn noch günstiger? Noch günstiger? Ein kleinerer ist natürlich noch günstiger. Wie groß ist denn der? Den hatten wir, glaube ich, sogar schon mal... Oh, meiner ist schon... Meiner geht schon so über die 20... Mit dem habe ich auf jeden Fall auch schon richtig viel gefangen. Also auch die günstigen, ich meine 16 Euro für einen Köder ist ja immer noch nicht billig, aber die günstigeren fangen auch gut. Ja, gibt es denn noch günstigere? Ja, es gibt bestimmt auch noch irgendwie, das ist jetzt auch Savage Gear und irgendwas No Name. 11,99. Wie der Fernsehsender damals. Guck mal, das ist zum Beispiel sogar auch ein sehr beliebter Swimbait, der aber nicht so teuer ist. Aber trotzdem sehr beliebt. 15 Euro. Ja. Aber ich meine, wenn, dann müsst ihr schon den, die wirklich den letzten Schrott nehmen. Guck mal, den hier. Da wird sich der Hersteller freuen, dass der als letzter Schrott. Achso, nee, ist er. Also Spro ist eine super Firma. Gibt's denn nicht noch so, wirklich sowas aus Polen? Oder? Also. Leute. Ach, guck mal hier. Die stark reduzierten Wobbler. Das Schild habe ich sogar geschrieben. Ernsthaft? Ja. Von vor wie vielen Jahren? Vor 5 Jahren. Ernsthaft? 6 Jahren. Irgendwie sowas. Na krass, sind immer noch reduziert, Mann, Leute. Wir brauchen den billigsten Köder, der aber so, also ein Wobbler hat so die Größe. Junge, Junge. Die Angel ist kein billiges Hobby, wa? Ne. Gott sei Dank gibt es die Better Fishing Box, ey. Da könnt ihr nämlich richtig sparen, da kriegt ihr fast alles immer zum fast Heimpreis, wa? Ja. Mir ist heute ein Missgeschick passiert. Und leider hatte ich keinen David dabei. Mein Handy, mein iPhone ist wieder mal ins Wasser geplumpst, direkt bei mir vom Stehen. Ich habe immer aufgepasst, seitdem, immer, wirklich. Handy immer rausgenommen, falls ich mich übers Wasser gebeugt habe, immer geguckt. Und dann wollte ich nur kurz die Lehne von meinem Boot runter machen und in dem Moment, Alter, plumpst mir das Ding hier aus der Tasche raus. Das war so krass, ey. Und das war noch an, ist runtergegangen. Hör mal, vom Teufel spricht. David, ich brauche deine Hilfe. Ja, gerne. Mein iPhone ist ins Wasser gefallen. Könntest du mir das bitte wieder raustauchen? Es sind immerhin noch 12 Grad Wassertemperatur. Das ist Schleckwetterzulage. Ab November nehme ich eine Flasche Champagner mehr. Also halbe Flasche Champagner. Weil da ist nämlich alles drin. Ich habe so geile Storys noch für TikTok, wer jetzt TikTok-Star werden. Diese Challenge ist eröffnet, David. Meine Warthose immer gehabt. Und heute habe ich sie nicht mehr gefunden, egal wo. Deswegen muss ich jetzt mir noch eine Billig-Warthose kaufen. Irgendwo wartet sie, Victor. Habe ich gerade billig gehört? Hose 44,5. 44,5. 43, 44. 44 oder 45? 45 dann. Für 39,99. Ja, ist gekauft. Ich krieg ja guten Preis hier, wa? Immer noch? Ja, 39,99. 10 Euro! Oh. Weißt du, was das ist? Ja, Alter! Den hatten wir ich häng noch dran. Ich bin mal. Welchen Namen? Den hab ich zu Hause. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auf dem Wasser wieder. Leute, da sind wir. Wir sind angekommen am Wasser. Einen Tag später. Ich bin heiß. Ich bin kalt. Es ist wirklich richtig kalt, ne? Richtig kalt, Alter. Aber das ist eigentlich immer eine geile Zeit. Wenn es so kalt wird, die ersten richtig kalten Nächte,
kriegen die Fische dann Bock. Also, den haben wir ja gekauft für sage und schreibe 10 Euro, also richtig scharf. Den habe ich nochmal gefunden. Der aus Boston. Aus Boston, Leute. Ja, $10. Nee, 5. $5. 5 haben die gekostet, das waren die gefälschten, die... Aber ohne Haken? Ohne Haken würde er wahrscheinlich wenig fangen, würde ich behaupten. Eben also ein $5-Köder, Leute. Das ist mit Euro umgerechnet 4 Euro. Ja, ein bisschen mehr, aber sagen wir mal 4. Gut, die ballern wir durch und natürlich die anderen, die wir auch noch haben, die günstigen. Was ist hier drin in dieser Kiste? Wir haben einen DAT Tiny Clash und wir haben einen DAT Clash 9, den großen Bruder oder die große Schwester, wie ihr wollt. Das sind die Köder, Leute, die im Moment sowas von begehrt und beliebt und gehypt sind, dass sie diese Preise dafür verlangen. Aber das Ding ist, die kosten eigentlich nicht so viel. Also die kosten schon viel. Der kostet, glaube ich, 90 und der 110 oder so in dem Dreh. Je nach Farbe und so weiter ist es dann aber im Resell. Kennt jetzt hier der ein oder andere, das ein oder andere Hype-Beast unter euch, der immer bei Supreme vorm Store campt, weiß, dass die Sachen im Laden, kostet so ein Shirt 30 Euro oder was, und danach kostet so ein Box-Logo Supreme-Shirt 500 Euro. Und das ist das Gleiche mit den Dingern, weil du die einfach nicht bekommst. Und die sind im Moment so gehypt, dass jeder und seine Oma die haben will. Und deswegen kosten die im Moment schweinische Preise im Internet bei eBay. Also den habe ich geschickt bekommen, um ihn mir mal anzugucken und mal zu fischen. Da habe ich nachgeguckt und der hat zu dem Moment oder zu dem Zeitpunkt $400 gekostet. Abgefahren. In der Größe und der Farbe. Und der hier sogar noch persönlich unterschrieben vom Japaner. Ist natürlich wirklich komplett handmade in Japan. Ne? Je nach Farbe ist dann auch der Preis, wenn es irgendeine ganz besondere Special-Farbe ist, kostet es nochmal eine Ecke mehr. Oder kriegst auch schon mal, also wenn du einen billigen bekommst, kriegst du auch schon mal einen für 200, 250, irgendwie sowas in dem Dreh. Ne? Klar. Es ist immer noch Wahnsinn, ne, was die auch im Normalpreis schon kosten. Aber die haben noch eine Berechtigung, denn ne, du kannst die Schaufel ändern. Es gibt 3 oder 4 verschiedene Schaufeln. Du kannst auch ohne Schaufel fischen. Es gibt 3 Schwänze. Einer heißt Transfer Tail, dann gibt es hier diesen V-Tail und dann gibt es noch einen normalen Tail, glaube ich. Die kannst du ändern. Du kannst die auf verschiedene Weisen reinmachen. Also entweder so rum, ne? Mach's nicht, es ist anstrengend, die rein und raus zu popeln. Aber du kannst die entweder so rum oder andersrum reinmachen. Den nochmal genauso. Dabei verändert sich der Lauf. Je nachdem, mit welcher Lippe du welchen Schwanz kombinierst, verändert sich nochmal der Lauf. Du kannst, wie gesagt, auch ohne Lippe fischen. Du kannst damit die verrücktesten Sachen machen. Der kann, entweder macht der so eine richtig weit ausladende Bewegung und schwimmt so richtig mit weiten Kurven durchs Wasser. Oder mit einer anderen Schaufel und einem anderen Schwanz schwimmt er auch nur so zum Beispiel. Ne, macht so kaum was, aber rollt halt total. Dafür gibt es so eine Roll-Lip. Ist da wieder eine andere Schaufel. Du kannst ihn ohne Lippe als Glider. Dann kannst du zum Beispiel einen kurzen Schlag. Dann geht er so weg vom Steg. Und neben dem Steg lang wirfst, machst einen kurzen Schlag. Er geht weg vom Steg. Machst einen längeren Schlag. Und dann geht er richtig, slidet er richtig runter unter den Steg. Also die richtige Kombination macht dann die richtigen Bewegungen. Und du hast im Prinzip 20 Köder halt. Ne? Wenn du dann sagst, der kostet 100 Euro, ist durch 20. Ja, 5, also doch ein billig Ding. Ist ein 5-Euro-Köder. Jeder einzelne. Okay. Ich würde sagen, wir probieren das mal aus. Wir zeigen euch gleich mal, wie die laufen auch unter Wasser. Das ist übrigens keine Werbung, kriegen nichts dafür, aber es ist schon interessant zu sehen. Ja, aber wenn wir ganz doll Glück haben, können wir die bald verkaufen. Wenn wir ganz doll Glück haben, für einen normalen Preis. Ach, beim Hypefishing-Shop? Beim Hypefishing-Shop. Leute. Ja, aber vielleicht rübert ihr und ich... das hier oben. Das wasserfest? 50-50, ja. 50-50, das ist das gleichbedeutend mit Nein. Wenn man Glück hat, dann ist es wasserfest. Warum haben wir da noch Wasser drin? Viktor, wir gehen jetzt unter. Nur ein bisschen. Wo der Köder sich so auf der Stelle rollt quasi, also wo er wenig mit dem Schwanz und mit dem hinteren Teil schlägt und mehr rollt. Willst du mal meinen angucken? So, ich werfe nochmal aus. So. Zack. Und taucht noch kurz unter, also das ist das Bild. Also er läuft schon. Läuft Alter. Schon. Jerkbait so hin und her, zickzack. Ja, schon nice. Du kannst den, habe ich in einem Video gesehen, du kannst den, glaube ich, 16 Mal auf einem Meter links-rechts laufen lassen. Ich hatte ein bisschen Angst, ich habe gestern noch die Drillinge gegen so ultra scharfe Decoy-Drillinge getauscht. Bisschen Angst, dass er da nicht mehr läuft, weil da sind Anfängerfehler. Also stellt sich wie immer die Frage, Leute, dein Köder müsste ja dann umgerechnet 30 Mal mehr Kilo Fisch bringen, ne? Nee. Damit sich das rechnet. Wenn du sagst, dass der 20 Variationen hat. Ach ja. Dann musst du deiner mehr bringen, weil dann kostet deiner dreimal so viel. Weil damit hast du ja nur eine Variante.
Ich glaube, ich werde den erstmal so fischen. Der ist sehr, sehr gut. Okay, wo fahren wir hin? Fangen wir an direkt? Wir fangen hier erstmal an. Okay. So Leute, hier war nichts. Jetzt fahren wir in die Schilfkante, weil hier ist es tatsächlich nur im Winter interessant. Hat Maxi gerade gesagt. Nicht alles verraten. Ach so, es war komplett gelogen. Es ist nur im Hochsommer gut hier. Genau. Ich möchte mal anmerken, dass wir zu dritt 6,5 km/h fahren. Stabil, oder? Ja. Wie schnell ist es erlaubt? Leute, geil, Alter. Und zwar auf den Folgen. Den Clash 9. Den ersten Kratzer haben wir, Maxi. Also, 500 Euro ab jetzt, ja? Hat gerade erklärt, wirf mal lieber darüber, das ist eine Sandbank. Und dann wollte noch weiter klären. In dem Moment, zack, reingeballert das Teil. Zack. Hinter das, ja? Also, auch gar nicht denken, dass das jetzt. Ne? Da ist er. Klein, aber fein. Der erste ist im Boot. 1-0 für The Expensive One. Ist ein großer, aber das ist nämlich immer das Ding, ne? Die Leute haben ja auch immer Angst vor so großen Ködern. Aber fängt man auch kleine Hechte mit. Oder mittlere. Ist noch zu klein für einen Topf. Naja. Würde gerade so gehen, vielleicht Lechel. Aber schön vorne gehakt. Dem geht super. Maxi, du alter Schlange. Erster Fisch mit der Kombo, erster Fisch auf den Köder. Wir haben jetzt die gleiche Drift nochmal gemacht, einen Nachläufer gehabt, wieder auf den teuren. Aber es ist einfach so windig, wir haben uns wieder den allerbesten Tag ausgesucht. Und hier geht's noch, draußen ist es richtig schlimm. Wir sind jetzt hier mal in so ein bisschen windstilleren Bereich, wo man was ausprobieren kann mit dem Ding, ne? Was ich ja gesagt habe, dass du da quasi 100 Varianten oder 20 oder 25 oder was mit dem einen Köder machen kannst. Und ich habe jetzt hier diesen Transfer Tail dran, ohne Lippe, und das gefällt mir, glaube ich, bisher am besten. Guck mal, Victor. Mhm. Das Ding ist, dass man normalerweise auch richtig viel rumspielen könnte, aber wir haben so einen Wind, du hast überhaupt keine Köderkontrolle, und heute ist eher so ein Tag, wo du so ein Ding einfach nur einleiern müsstest eigentlich, ne? Einfach ein Gummi übers Kraut leiern oder so. Da kannst du schön mit den Schwänzen rumspielen dann, ne? Ja, ich habe gerade gedacht, ich habe ja noch Gummischwänze zum Reinstecken. Ein paar. Ich kann noch ein paar probieren. Und das ist jetzt der Transschwanz. Transschwanz, das ist der Transschwanz, der Transfer-Tail. Ohne Lippe. Transfer-Tail ohne Lippe. Nee, aber wir werden Diversity trotzdem gleich in die Höhle des Löwen wagen, oder? Ja, geht ja nicht anders. Wir können ja nicht hier die ganze Zeit, ne? Ja, keine schönen Wetterangler. Richtig. Nur weil hier schönes Wetter ist. Nur weil die Kamera wieder mal 300 Millionen 1000 Euro gekostet hat und die beim ersten Wassertropfen explodiert. Versteht da sind nicht unsere Köder nichts dagegen. Wollte ich gerade sagen. Ich habe übrigens hier mal mir jetzt quasi den Magic Swimmer Fake raufgemacht. Nee, das ist der echte. Achso. Ja, das ist der echte, Leute. Das hat trotzdem nur einen Zehner gekostet. Gut, fahren wir raus ins tiefe, kalte Wasser, Leute. Eingeschränkt in unserem Handlungskreis. Wir fahren jetzt zu einer Stelle, wo wir werfen können, und dann wären wir noch mal im Freiwasser. Und das wird, dann gruselt mir ein bisschen vor, weil es ja noch härter ist als nicht Freiwasser. Dann noch mitten auf dem See, mit noch windiger, noch kälter. Aber wir geben alles. Wir wollen diese Challenge ernst nehmen, Leute. Triftsack, I can. Alter, es ist so krass windig und so krass windig. Alter, ja, und so krass windig. Das ist Ostsee hier. Gib ihm! Wir sind jetzt mitten auf dem Teich, Leute, und die Wellen sind hier wirklich wie auf der Ostsee. Maxi, wo hast du uns hingeführt? Ja, ist schon echt hart heute, also ein bisschen mehr Welle, dann könnte man wirklich gar nicht mehr fahren, also dann wäre es echt auch gefährlich. Die eine Welle eben, die war sozusagen so ein Stück unter der Bootskante. Alter. Boah. Dieser Bedingungen, Leute, also wir müssen mal wirklich, wir haben bis jetzt 30 Würfe machen können, insgesamt. So, wir sind innerhalb von 10 Sekunden über die Spots rüber gedriftet, müssen wieder zurück, Anker rein, Anker raus. Das ist wirklich Männerarbeit oder Frauenarbeit. Wir müssen jetzt wirklich aber abdecken, Digga. Hä? Stell mal vor, Kamera wird nass. Ich habe genau in dem See hier meine Kamera versenkt. Ja? Ja, gut zu wissen.
schönen Wetter Scheißangeln hier immer. Also es war echt grenzwertig. Ich habe heute früh noch überlegt im Keller, ich habe die Schwimmweste schon vor mir gesehen. Nehme ich sie mit oder nicht? Also quasi für Andruschki. Leute, wir haben gerade versucht gegen die Welle anzufahren. Wir saßen alle hier hinten drin. Da kam also nur wuff, wuff, wuff. Das wirkt wahrscheinlich jetzt wirklich nicht so, aber wenn ihr diese Wellen jetzt mal hinter euch sehen würdet. So. Windstärke 5 mit Böen 7. Aber es soll noch ein bisschen weniger werden nachher. Da soll es dann Böen nur noch 5 werden und Windstärke 3 tatsächlich. Weil ganz ehrlich, anders kommen wir auch nicht mehr zurück. Wir sind ja jetzt mit der Welle gefahren, da ging das, aber gegen die Welle keine Chance anzukommen. Naja. Real Talk, wenn der Wind so bleibt, können wir überhaupt nicht zurückfahren. Das Gute ist, im Gegensatz zur Ostsee, da ist Land. Wir kommen also immer irgendwo auf Land an, wenn wir nicht vorher sozusagen erfrieren, falls wir umkippen. Wow. Was ist das denn? Hallo? Okay. Das war ja nicht abgesprochen. Du müsstest dann wieder zu mir kommen, André, sonst geht's so runter. Das wollen wir nicht. Wir brauchen dich noch. Also du bist deine Kamera. Boah. Das ist nichts für weiche Gemüter. Ganz ehrlich, dass ihr überhaupt dieses Video noch seht, falls ihr es seht, Konrad, sofort Abbruch. Also deswegen nochmal Respekt an dich. Boah. Wir haben überlebt, André. Das ist doch schon mal gut. Findest du nicht? Das reicht aber nicht. Überleben finde ich schon mal einen ganz, ganz großen Fortschritt. Und ich wollte es ja vorhin nicht sagen, es war richtig gefährlich gerade. Aber ich wollte dir nicht noch mehr Angst machen, als du schon hattest. Meinst du, war das wirklich gefährlich? Ja. Das habe ich ja doch gemerkt. Hallo? Ja, deswegen wollte ich dir sozusagen deine Angst nehmen. Guck mal, aber jetzt ist es doch wirklich schön. Jetzt ist fast Badewetter. Da vorne um die Ecke ist fast gar nichts mehr. Da lassen wir uns schön lang treffen und können schön unsere Swimbaits wieder durchpfeffern. Auch wenn da keine Hechte stehen. Aber wir haben sozusagen. Weißt du? Leute, harter Schnitt. Wir sind jetzt am Bodden auf Rügen. Und wen treffen wir hier? Die Legende Horst Hennings. Ja, und ich habe viel von dir gehört. Was, und da habe ich dich endlich mal live gesehen. Ne? Also diese neue Welle, diese YouTube-Welle, die überschwappt ja das Land. Was, ich bin natürlich noch oldschool. Ich kenne mich da gar nicht so mit aus. Aber ihr seid ja sehr erfolgreich damit. Und ist einfach der Zeit, ne, bringt eurer Schwalle nicht viel Spaß. Das hast du schön gesagt, ja. Der Erfolg gibt euch auch recht. Ne? Danke, aber das sagt einer, der sozusagen die erfolgreichste Angelsendung im deutschen Fernsehen hat. Ja, muss ich schon sagen, also hätte ich mir nie träumen lassen, als ich vor 11 Jahren da mal mit dem Heinz Galling angefangen bin, dass das so erfolgreich ist. Bei uns läuft gerade aktuell die 11. Staffel und bringt richtig Spaß, weißt du. Und ich will hoffen, dass ich noch ein paar Jahre fit bleibe, was wir noch lange machen können. Ja, siehst du sehr fit aus auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, Petriel. Moment, du hast noch was vergessen. Horst hat uns was zugesagt gestern Abend. Ah ja, Horst, bei genau. Schnaps und Bier. Jetzt wird er festgenagelt. Wir machen was ganz Krasses mit Horst im Frühjahr auf Aale. Aber wir dürfen es nicht verraten, weil sonst ist es ja quasi, weißt du? Gut, dann verraten wir nicht mehr. Aber zugesagt hat das. Horst, ja, zusagen, genau. Bitte rein hier, bitte. Selbstverständlich, wenn das die zeitlich passt, versuchen wir das mal. Ich zeige euch mal. Nicht, wenn es zeitlich passt, Horst. Du sagst alles ab dafür. Da freuen wir uns schon drauf. Wir haben den Termin und Hotel schon gebucht. Also gut, super. Alles klar. Maxi. Moin. Ja, was für ein Zufall. Ich meine, ihr habt das Video schon gesehen. Wir müssen die Challenge beenden. Und das werden wir heute tun. Und wir haben quasi mehrere Angler dabei, damit wir mehrere Chancen haben, auch wirklich ein signifikantes Ergebnis zu zaubern. Ja, und wir haben wieder Sonne. Und Wind. Wind ist schon mal, zumindest, naja, letztes Mal war es auch scheiße, ne? Waren genau die gleichen Bedingungen, Sonne und Wind. Ja, aber wir haben ein Boot, was diesmal nicht untergeht. Ja, das stimmt. Nee, naja, aber mit so vielen Leuten
Das ist noch die Frage. Ja. Allerdings, wo bleibt unser Robert Balko? Ist der schon wieder zu spät? Was heißt hier schon wieder zu spät? Immer dieser Diss am frühen Morgen hier. Moin. Ich dachte, du wolltest halt was fangen, Viktor. Nee, ist mir egal. Ich hab genug Stellen, wo wir noch nie was gefangen haben. Ja? Ach so, läuft das hier? Okay, also wenn er nichts... Nein, Spaß. Ja, wenn er sich so disqualifiziert am frühen Morgen, dann muss ich natürlich gegenhalten. Nein, ich finde, du hast es falsch interpretiert. Zu spät kommen finde ich äußerst sympathisch. War ja nicht zu spät. Ich habe ja schon vor euch das Boot aufgebaut hier. Ja, dann bist du nochmal nach Hause gefahren. Nee, ich habe jetzt nur meine Verdauungsorgane entleert und jetzt können wir starten. Ah, okay. Ach, der war kacken. Genau. Der war, hat sogar richtig einen abgeseilt. Cool, den Tim haben wir auch dabei. Das heißt, wir haben heute richtig viele, schaffen wir das überhaupt alle zusammen an, auf einem Boot? Wird knapp, aber dann ändern wir nämlich einen Plan und machen was anderes. Was denn? Doch fangen. Fische fangen. Ich weiß gar nicht, ob du das wusstest. Wir machen heute Swimbait Challenge und zwar 5000 Euro, 5 Millionen. Fast. 50 Millionen. 50 Millionen Swimbait versus 5 Euro Swimbait. Gut, na dann cool. Machen wir Challenge. Machen wir. Tim, was möchtest du heute fischen? Den teuren oder den billigen Köder? Ich glaube, altersbedingt nehme ich den günstigen. Ja? Ja. Gut, dann würde ich sagen, Rock'n'Roll. Routen rein, der Spaß. Hört auf. Hört auf. Wo ist er hin? Ist schon weg. Maxi. Viktor. Wie tief laufen eigentlich unsere Swimbaits? Je nachdem, welche Schaufel ich da reinklemme. Also da läuft er so zwischen einem halben und 3 Metern. Robert, würden wir dafür ein passendes Stück Gewässer finden? Ich denke, das sollten wir hinkriegen, ja. Ja? Müssen nur noch die Fische mitspielen. Ja, aber sie werden mitspielen, oder? Guck mal. Aber der Gefühl ist sozusagen gut jetzt, wenn man das hier so sieht, oder nicht? Ja, mit der geballten Kompetenz hier an Bord kann nichts mehr schiefgehen. Ja. Oh Gott. Um mal so ein bisschen Druck an euch weiterzugeben. Ich finde es schön, dass wir heute viele Feuer im Eisen haben. Richtig. Dann würde ich sagen, Abfahrt, Abfahrt! Oder wie es auf anderen Booten heißt, gut raus, der Spaß beginnt. Gut raus, der Spaß beginnt. Wir müssen heute mehr fangen als Horst Hennings. Also Maxi fischt ja den teuren jetzt und wir fischen die günstigen. Und Robert wollte sich einen Gummi dran machen, da habe ich gesagt, nein, du musst dir auch ein Swimbait dran machen und zwar einen teuren. Und Maxi, nein, ich habe nur einen. Ja, von den Großen habe ich auch nur einen. Da haben wir gesagt, ein kleiner geht ja bestimmt auch, ne? Robert? Und Robert? Ja. Und Maxi, nee, der funktioniert, der ist viel zu klein. Ist auch außerdem die falsche Farbe, der ist ganz dunkel. Genau. Er wollte ihn einfach nicht rausholen. Ja, wir werden ihn schon loswerden. Genau. Soll ja keiner was mit nach Hause nehmen. Was ist denn da los, Maxi? Wo? Ja, warum bist du nur so unkollegial? Das ist mein Zander-Swimbait. Den würde ich für Zander nehmen. Ich habe den noch nicht ein einziges Mal an der Angel gehabt. Und jetzt kriegt er direkt Hechtzähne verpasst. Habe ich schon gesagt, dass mir öfter mal die, bei der Multirolle irgendwie ein Backlash kommt? Robert, aber mal im Ernst, eigentlich ist das ja ein Lob, weil Maxi ja davon ausgeht, dass du ein Hecht fangen wirst, ne? Das, ich fühle mich auch geehrt. Oh, da ist der erste Fisch. Auf den sehr, sehr teuren. Das ging ja schnell. Oh, und ist ein Jutta? Kannst du nicht gut einschätzen bei der Mono hier? Oh, schön. Oh, oh. Jutta, boah, schönes Teil. Ah. Jawoll, Maximilian. Wünsche Geil. Ja, das ist doch ein guter Start hier. Mega, so 90er. Nice. Willst du selber rausnehmen? Soll ich da rausnehmen? Ich, krass. Also wirklich, das war jetzt. War es der erste oder zweite Wurf? Dritte Wurf. Dritte Wurf. Okay. Wow. Da ist er, Leute. Geil. Oh, der will noch schwimmen. Ja, das freut mich ja, dass das hier wirklich so direkt funktioniert hat. Auch genauso, wie es sein soll, mit dem Ding ganz langsam hin und her gewackelt. Fast auf der Stelle. Mir fehlen die Worte. Der teure Scheiß hängt der Tatsache. Tada! 400 Euro Köder und jetzt ist das der 200 Euro Hecht, weil er hat ja schon einen gebracht. Und der wird noch markiert für die Wissenschaft. Haben wir hier so einen Tag. Den kriegt er jetzt an der Rückenflosse. 92, Leute. Jetzt nehme ich dem noch ein paar Schuppen ab. Damit wird die Altersbestimmung gemacht. Und musst du auch vermerken, mit welchem Köder du den gefangen hast dann? Ja. Also, so sieht der Tag aus, orange. Wenn ihr einen fangt, unbedingt die ID-Nummer melden. Gibt es auf bottenhecht-forschung.de Formular. Okay, Maxi. Bam. Geil. Ritchi. Wie bei Route raus, der Spaß beginnt. Hi, Zadi. So, Leute, aber man muss sagen, er hat den Köder gewechselt. Da hängt der teure als Beweis. Er hat jetzt nämlich einen billigen Mann. So. Ich wollte auch mal einen Fisch fangen. Genau, es ist quasi ein 1 zu 2. Ja, aber komm, ganz kleiner ist er nicht. Wie schlecht der Robert, war?
hat da einfach mal wieder einen rausgehauen. Jawohl. Aber eigentlich kann man diesen Köder nicht gelten lassen. Schönes Ding, oder? Kann jetzt nicht ganz mit der Größe von Maxi mithalten, aber... Ja, nicht schlecht. Und das alles hier aus einem Spot gepult. Junge, jetzt scheppert's aber hier. Hintereinander weg, über Weißfenster erwischt. Und wieder auf den krassen. Und ein geiler Fisch wieder, wa? Ist ein guter? Geiler Fisch und der hat genau vorm Boot, ey. Ich hab nur so ganz langsam, zock, zock, ganz langsam beim Labern. Alter, geil. Und zack, ist er drin. Maxi! Yes, Alter! Geil! Keiner kann so hart und lange. Junge, das läuft mit dem Ding. Ich hab zu Unrecht lange nicht auf den Köder vertraut. Oder auf diese Art Köder. Und jetzt? Richtig stark, muss ich sagen. Ja, ich dachte erst so, naja, mal gucken und so. Meiner bringt noch keinen Biss, leider. Aber ist nicht so schlimm. Hauptsache, wir haben einen geilen Fisch gefangen. Geil doch. Nochmal, Petri. Geil, danke. Leute, da ist er. Hammer, ey. Richtig, richtig geil. Kurz vorm Boot. Hätte ich hingeguckt, wäre er wahrscheinlich auf Sicht gewesen. Aber ich habe weggeguckt. Ja, kann auch sein. Kann auch gut sein. Geil. So muss das, danke. Jetzt Transfertail dran, also den anderen Schwanz. Und der funktioniert auch. Hat noch einen größeren gebracht. So. Der darf zurück, Leute. Weil zu groß. Und im Dienste der Wissenschaft. Im Dienste der Wissenschaft und man darf die Fische über einen Meter benennen selber. Das heißt, das wird ja alles, alles eingetragen. Und der Fisch heißt jetzt Anna. Anna. Fisch! Fisch! Ich hab ihn! Und was sagst du? Was sagt dein Gefühl? Ja, das ist ein sehr, sehr schöner, knapper 70er. Ein schöner. Ein schöner, also. Wenn alle Fische fangen. Robert. Aber irgendwie gibt es noch Leute hier an Bord, die es nicht geschafft haben, trotz des guten Spots einen Fisch zu fangen. Ich habe noch nichts gefangen mit meinem billig günstigen Köder. Aber ist egal. Guck mal, so ein farblich gesehen ein sehr schöner Fisch. Außerdem lasse ich meinen Gästen auch immer gerne den Vortrag mit den größten und sowas und den meisten. Ich räume mir nur die kleinen weg. Ja, das ist richtig so, damit die nicht anbeißen. Selbstlos, wie ich bin. Ja, das mögen wir nämlich nicht. Ich werde mir jetzt deinen Köder ranmachen und du nimmst den. Robert! Richie! Bam! Oh, fuck! Warte, er ist noch da, Er guckt doch, Nein, es tritt ab! Ja! Der ist auch hier. Da ist er immer noch. Er guckt sich wieder auf. Habt ihr den auf Kamera gehabt? Boah. Hätte der den jetzt genommen, ne? Live vom Boot. Boah. Ich habe mir eben schon gedacht, krass, dass wir überhaupt keine Nachläufer haben hier heute. Da war aber der Nachläufer. Ich habe gedacht, der Maxi und ich hatten Schnüre kurzzeitig übereinander. Und ich habe gedacht, beim Einkurbeln, ich bin den Maxis Schnur. Und dann sagt er, nein, das ist der Fisch. Und jetzt haut er sich bei ihm rein. Boah, Tim, das ist ärgerlich, oder? Oh, der hat sich gerade richtig schön eingedreht. Boah, der ist nicht schön. Boah, der hat sich eingedreht, guck mal. Also jetzt muss man wirklich sagen, ich glaube langsam kristallisiert sich ein Ergebnis heraus. Junge, der ist doch wieder Meter. Da ist er, nee. Guter 90er, ich sag. Guter 90er, Leute. Wenn ich einen Tipp abgeben darf, ist er jetzt... 94. Der ist größer, 98. Der war, ich habe ihn gesehen bei Tim und ich sag... Ich dachte, der ist bei mir hinterher und dann sehe ich aber, dass seine Schnur da ist und meine noch weiter weg. Und dann sage ich zu ihm, Alter, das ist ein Riesenfisch. Und er dachte, ich würde bei ihm drin hängen. Der hat bei ihm gebissen. Und dann hat er sich umgedreht. Bam! Yes! Alter, richtig. Sorry, Tim. Alles klar. Der Abstauber. Also es ist nicht danke. So, dass du dir das nicht verdient hättest, Tim. Ne? Also ich gönn's dir auch. Da ist er, Leute. Aber guck mal, der hat auch schon eine Markierung hier. Ah, den haben wir schon mal gefangen. Ah ja, das ist krass. Der wurde schon mal gefangen und markiert. Und guck mal, wie gut es dem geht. Heute ist dein Tag. Heute ist mein Tag. Ey, das war wirklich ein richtiger Abstauber. Und ich denk so, scheiße, der hing ja schon bei ihm wahrscheinlich. Und halt auch nur den Köder fest eigentlich so. Wieder wie beim Mal davor, so ein bisschen in die schlaffe Schnur gehauen. Auf einmal nimmt dann sich kurz vom Boot. Schöner 96er. Das ist der gleiche, den ich mit Robert schon mal gefangen habe vor 8 Jahren. Mit 96. Und das Geile ist, weil er markiert wurde, können wir jetzt, also teilen wir natürlich den Preis, ne, wenn wir gewinnen. Was?
kommen wir jetzt in so einen Lospott, wenn wir ihn melden. Ne, Robert, ja, irgendwie ja, sowas. Genau. Und das heißt, wenn wir gezogen werden, was wahrscheinlich ist, werden wir quasi reich. Also 500 Euro Preise kann man gewinnen. Ja? Ja. Gleich einen neuen Spoonbait holen. Wollte gerade sagen. Oh. Kannst ja mal fragen, ob es da so eine Auswahl gibt wie bei Hypefishing, dass man sagt, okay, man nimmt das und das und das noch dazu. Also Max, ich würde sagen, ganz klar unentschieden. Ungefähr unentschieden. Plus, minus 4. Also 4 zu 0, ne? Kommt drauf an, was du mir bietest irgendwie, dann sage ich das gleiche wie du. Als. Spaß. Also wir müssen ja wirklich sagen, wir haben ja wirklich alles versucht. Tim hat die ganze Zeit durchgeschmissen mit dem anderen günstigen. Wir haben die ganze Zeit durchgeschmissen mit dem günstigen. Du hast nochmal gecheatet. Ich habe ein bisschen gecheatet, ja, mit dem Gummi, ja. Aber was der Endperformer war, muss man ja wirklich sagen. Und wir, es ist nicht bezahlt, also wir brauchen keine Werbung einblenden. Der Clash 9 von DRT. Also absolut abgefahren. Und auch nur mit zwei Schwänzen gefischt. Also nur zwei Varianten. Hätten wir jetzt alle Varianten durchprobiert mit den ganzen Lippen und Schwänzen und so weiter, ne? Dann wäre wahrscheinlich da noch. Dann hätten wir gefangen, wie blöd. Dann hättest du nicht nur den Nachläufer gehabt, dann hättest du ihn wahrscheinlich auch verhaftet von den ganz großen. Das wäre noch die absolute Krönung gewesen. Hätten wir den noch live vom Boot drauf bekommen. Aber ohne Spaß, jetzt mal dein fachmännisches Urteil. Warum? Weil, also. Ich hätte jetzt Farbe gesagt. Farbe, ja? Na, einmal auf jeden Fall, klar, die Farbe ist jetzt hier in dem Fall auch ganz cool, aber ich glaube, natürlich war halt jetzt nicht schlecht, wobei er auch zumindest einen roten Schwanz hat. Ansonsten, die Fische haben den alle genommen, als er stand. Also der stand immer gerade auf der Stelle, du kannst ihn halt ganz langsam führen, ne? Und der suspendet perfekt. Mhm. Robert hat vorhin schon gesagt, ob es jetzt anglerisches Können war, dass die den nehmen, wenn man nichts macht. Also dass er einfach nur steht. Aber dann kann ja quasi jeder damit fangen. Ja, das ist eigentlich nur ein positives Kriterium für den Köder. Genau. Und Leute, guckt euch mal an, was für eine Wertsteigerung wir betrieben haben hier. Ja? Also das der Ding jetzt auf eBay, unbezahlbar. Schön also kassiert. War es das jetzt mit unserer Karriere, einfach nur verkaufen, auskaufen, fertig. Sehr klar, schnell. Und ich habe die Drillinge gewechselt, die sind sowas von sauscharf, das ist mir ein paar Mal von aufgefallen, gegen so Decoy-Drillinge hier, so beschichtete, die sind wirklich, also da mussten die Fische den auch echt bloß einmal schief angucken. Ich habe eigentlich gedacht, bei dem Nachläufer, dass der schon fast hing. Der war zwar einen halben Meter weg, aber hätte fast gereicht, dass er ihn trotzdem hakt, weil die so scharf sind. Trotzdem ist es quasi nicht signifikant, dass es immer so ist, dass teurer Köder gleich besser fängt als billiger. Absolut nicht, weil zum Beispiel Robert ja mit dem Gummi, der 4 Euro kostet. Sonderangebot 4 Euro oder sowas, ja. Und der hat so einen billigen Scheiß aus auf dem Boot hier. Ja, ich bin mir für nichts zu schade. Ja. Aber ganz kurz, eine Sache muss ich noch anmerken. Und zwar habe ich im Podcast erzählt, dass ich die absolut überbewertet finde, die ganze Swimbait-Angelei. Und ich habe mich selber vom Gegenteil jetzt überzeugt. Und wenn ich welche bekomme, irgendwie über Umwege, ne, vielleicht mal, vielleicht kriegen wir sie auch in den Shop. Wieso vielleicht? Also schon klar? Ja, wenn sie denn dann irgendwann mal produziert werden und man sie dann auch tatsächlich kriegt. Ne? Krasse Dinger. Gut, ich würde sagen, es war ein erfolgreicher Test für die Wissenschaft. Wir haben keine Kosten und Mühe und Aufwand gescheut, um das herauszufinden. In dem Sinne, Robert Balko wieder mal performt wie ein junger Gott. Tim? Ich werde auf jeden Fall wiederkommen, Robert. Ich fasse das mal nicht als Drohung auf. Nein, ganz im Gegenteil. Die Revanche hole ich mir auf jeden Fall zurück. Ja. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir fahren jetzt nach Hause. Ihr angelt auch ein bisschen für Maxi seinen TikTok-Kanal. Den ihr aber erst abonnieren dürft, wenn ihr meinen TikTok-Kanal abonniert habt. Richtig? So nämlich. Ja, also in dem Sinne, Leute, Rinne. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.